Das war bei mir schon Cédric Lachan. Hell, c'est Nina Capretz. Wir sind ursprünglich Kletterer, aber jetzt gehen wir Höhlen forschen. J'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Mais là, on va partir pour la grotte FJS. Notre but, c'est de trouver une sortie. Da wollen wir finden, das ist unsere Challenge. Der französischen Alpen. Unter gigantischen Kalkfelsen liegt hier ein Höhlensystem, das, laut alten Überlieferungen, einen verborgenen Ausgang hat. Finden ihn Nina und Cédric, ist das eine aufsehenerregende Pionierleistung. Der Molli ist ja der Parkplatz für alle. Für alle anderen. Routen. Und heute haben wir jetzt einfach mal nicht gross etwas. Mit dem Material packen, alles rüsten. Und vor allem müssen wir einfach so viel Energie wie möglich sammeln und sparen. Und die können speichern für morgen und übermorgen, wenn es richtig losgeht. Ton histoire pour me faire dormir en allemand, ça a pas marché. J'ai rien compris. Je comprends pas. Mais je suis quand même malade. Die 25-jährige Bündnerin Nina Capretz ist eine der weltbesten Felskletterinnen. Ihre Mutter Annemarie hat Ferien und macht hier Catering und Backoffice. Der Jurassier Cédric Lachat gehört zur Kletterweltspitze. Cédric und Nina sind ein Kletterteam und ein Liebespaar. Der Franzose Mike Fuselier ist der Dritte im Bunde. Auch er ist Kletterprofi. Mitnehmen darf man in eine Höhle nur das Nötigste. Aber das ist nicht wenig. Denn hat man hier noch, auch noch mal für oben zum warm haben, Körper warm haben, hat man noch so spezielles, ganz feines so Surferliebli an, das auch ganz gut Wärme behalten. Dann, was wir oben drauf haben, ist so ein super Anzug hier. Wie ich vorhin gesagt habe, das ist so ein Anzug aus Plastikmaterial, der ganz stabil ist. Das Wichtigste ist, dass wir wirklich riesengroße Klettverschlüsse haben, dass man da wirklich suchen kann, dass eigentlich da kein Schlamm, kein Wasser und nichts einkommt. Das ist die Tasche, wo man deine Reservestirnlampe hat, zwei, drei Stängel und meistens haben wir auch noch einen Reservenakku drin. Dann werden der Meander, wo wir zwei Stunden im Kriechen sind, haben wir ganz speziellen Handschuhe an. Das heisst, das sind Handschuhe, wo man jetzt eine Kuh operieren könnte. Wo wirklich, da wirst du nie nass, oder? Da kannst du rumkriechen und machen und so, wie du willst. Voilà. Dann haben wir dann für den Biwak haben wir vor allem solche Händchen. Das sind eigentlich so wie normale so quasi Gartenhändchen, die so ein bisschen wasserdicht sind, wo man aber gut frei ist zum Arbeiten. Das Licht ist doch das A und O in der Höhle, oder? Du musst dir das vorstellen, es ist nicht wie wenn es Bündnacht ist, sondern in der Höhle ist es einfach stockdunkel. Genau. Und das muss man mal fest Erfahrung machen, dass man einfach irgendwo vielleicht auch allein ist und einfach das Licht abschaltet. Das ist ein Gefühl, es ist eigentlich fast ein beängstigend. Ja, sehr beängstigendes Gefühl, genau. Und du musst dir vorstellen, du kannst dich nie orientieren in der Höhle. Meistens ist sie grösser als irgendwie so breit. Das heisst, du kannst nie an den Wind nachgehen und sagen, hey, da irgendwo ist der Ausgang und so. Wenn du kein Licht hast, bist verloren. Ich habe ja drei Kinder, die sehr gerne in den Bergen unterwegs sind und ihre Projekte haben. Und haben ganz fest müssen lernen, loslassen, Vertrauen haben. Und bin dann jedes Mal sehr dankbar, wenn alle wieder gesund zurück sind. Die Vorbereitungen sind minutiös. Will man eine Höhlentour überleben, darf man nichts vergessen. Attends, ça, il faut le mettre. Ça l'a fait par-dessus.
Essen, Ersatzkleider, Notlampen, das alles kommt in wasserdichte Behälter. Diese wiederum in reißfeste Taschen. Hopp. Und das gibt es ein bisschen größer und kleiner, aber alle passen genau in so einen Sack drin. Einiges an Material haben die drei schon früher in ihr Biwak in der Höhle gebracht. En fait, même si c'est pas très lourd, le problème c'est que ton kit, tu portes souvent comme ça. Oh merde, il est lourd. Oui, il est lourd, ouais. Le problème c'est que si tu peux pas porter ton kit à bout de bras, comme j'arrive pas, et bien vu que tu dois tout le temps le porter comme ça, vous savez, et bien s'il est trop lourd, c'est la merde. Et là, il est trop lourd. Bevor es losgeht, wollen Cedric und Nina Mike über der Erde zeigen, wo sie den zweiten Ausgang der Höhle vermuten. Là, normalement, on est en haut des escalades. Le puissant que tu vas grimper dans le moule miche, il est là. Donc si tu fais un gros trou, on arrive en dessus. J'y crois pas une seconde. Non, mais vraiment. Après la topo, à 10 mètres près, on est par là. Parce qu'il y a longtemps, justement, l'histoire des vieux spéléos disait qu'il y avait un trou ici et qu'il fallait un petit peu miner, que ça passait pas, mais qu'il y avait un trou exactement à cet endroit-là. Ce qui serait très logique, et ça a été remblayé par les pistes. Mmh. Est-ce que ce serait notre entrée? Alors, à supposer qu'on arrive en haut du puits, qu'il y a un méandre qui part et qu'on arrive devant ce fameux tas de gravier, qu'est-ce qu'on fait? On repart et on prend tout ce qu'il faut pour creuser ou on creuse? On fait tout d'un coup. Si on arrive dehors, si on arrive avec Joas Grava, on sort la meilleure bouteille de vin que j'ai. Bah, ce sera la plus. Ce sera. Comment ça on sort? C'est-à-dire qu'on creuse depuis le bas? Ce sera quand même 6 ans de travail, même 8 ans de travail depuis le début d'exploration de la grotte. Ce sera 6 ans, ouais, allez, 6 ans de travail qui vont payer. Et moi, ça fait 3 ans et demi que je bosse comme un fou pour ça. Also ich würde nicht sagen, dass der Cedric besessen ist von dieser Höhle. Ich würde sagen, er hat so eine riesige Motivation für jetzt genau diese Exploration, weil er schon seit Jahren da dahinter ist. Cedric ist in der Ausbildung zum Höhlenführer. Er bereitet sein Team nochmals auf den morgigen Tag vor. En fait, dans notre grotte, c'est il y a un seul chemin pour aller au collecteur et pour aller où on va. Ça, il y a un seul chemin. Par contre, il y a plein de galeries et il y a plein d'endroits. Si on ne connaît pas, on peut se perdre. Donc ouais, tout cette partie, impossible de passer un brancard. Donc secourir une personne, c'est impossible. Heute haben wir alles gepackt von vorne und bis hinten und vorne und alles bis ins Detail ist jetzt alles gerüstet und eingepackt und versorgt und sowieso wie man muss. Ich glaube, besser kann man es nicht machen. Und jetzt ist der Ball technisch, jetzt gehen wir schlafen, weil morgen 6 ist Tagwache und dann geht es los für 2 Tage Vollgas. Mhm. Und es ist ziemlich geil. Eine letzte Umarmung. Wieder einmal beginnt für Annemarie die Zeit des Wartens auf ihre Tochter. Vom Fuß dieses Berges aus geht es 40 Meter hinauf zum Einstieg der Höhle. Mit Steigklemmen an Händen und Füßen an einem Seil aufsteigen, hilft schnell vorwärts zu kommen. Chymarn, oder wie Nina es nennt, Chymarn, heißt diese Technik. Licht ins Dunkel bringen. Cedric und Nina haben schon ganze Teile dieser Höhle neu entdeckt. Jetzt geht's los.
haben Cedric und Nina diese Höhle 118-218 genannt. Die Nummer einer französischen Auskunft. Boah, also. Das ist jetzt die erste. Gerade nach dem Eingang sind wir reingekommen in die Höhle. In der 118-218. Und jetzt fährt es ein bisschen an mit einem kleinen Schnuff. Mit ein paar Seilstellen. Und bevor wir dann zu 100 Meter Chimara kommen. Voilà. Im Schlaf herrscht Durchzug. Der Beweis, dass die Höhle nicht nur einen Eingang, sondern auch einen Ausgang haben muss. Der Wind spricht Cedric seit Jahren an. Le Wind! Hyper important en exploration, le Wind. Parce que derrière, il y a du gros, hein. Sinon, il n'y a pas Wind. Donc, Wind égale première. Hein? On va voir ça après. Hein. Bon, on arrive à la salle Beaujona. Donc ça fait déjà 2 heures de l'entrée, on est dans nos temps. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen anders einkleiden, dass wir uns alles mit Plastiksäcken und so einkleiden können. Weil es jetzt schon ziemlich schlammig war, aber was jetzt noch im Myanmar kommt, es ist noch viel, viel verrückter. Über die Socken kommen jetzt noch Kehrichtsäcke. Damit steigen sie in die Gummistiefel. War zu gut, Plastik? Ziel ist es, nicht trocken zu bleiben, sondern möglichst lange nicht nass zu werden. Und jetzt brechen wir auf für 3 Stunden Krüche im Schlamm im berühmt-berüchtigen Méandre Saint-18-18. Alle anderen Höhlenforscher haben hier aufgegeben. Nur Cedric, Nina und ihre Freunde wagen sich weiter. Schnell und klar. Umkehren geht nicht. Retten geht nicht. An gewissen Stellen müssen sie die Luft aus der Lunge pressen, um durchzukommen. Meter tief im Berg ist es nass und kalte 4 Grad.
Die Luftfeuchtigkeit liegt bei über 90%. Warum machen wir das? Warum? Ça, c'est embêtant. Diese Reinigungsmethode ist die schnellste. Die Hände sind zu schmutzig und etwas auszupacken, um die Linse zu reinigen, dauert zu lang. Aber dies ist der einzige Weg für Cedric und Nina, neue Höhlen zu entdecken. Orte, an denen noch kein Mensch war. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen die blödste Phase, die unangenehmste Phase gemacht in der Höhle. Es ist so ein kleiner Tunnel, der so ein bisschen vollgestopft ist mit Schlamm. Nach quälenden 700 Metern kriechen ist plötzlich Platz. Ah, home sweet home. Ah! Voilà. Nach, würde ich sagen, 6 Stunden sind wir jetzt im Biwak angekommen. Voll durchnässt und durch Schlamm und müde. Jetzt wollen wir uns das erste Mal irgendwie aus diesen Anzügen befreien. Trockenes Anlegen, ein bisschen aufwärmen, etwas warmes essen und nachher geht es los, dann fängt die Exploration an. Aber zuerst müssen wir ein bisschen Energie tanken, ein bisschen wärmen und dann kann es wieder losgehen zum Push. Das Leben ist dabei. Während mehrerer vorangegangener Touren haben die Höhlenforscher dieses Zelt aus isolierender Folie gebaut. Der einzige Platz, um sich etwas aufzuwärmen. Jedes Zeitgefühl geht in einer Höhle verloren. Aber Nina weiß, sind sie nicht nach spätestens 38 Stunden zurück, schlägt Mutter Annemarie draußen Alarm. Sie konnten genau 3 Mahlzeiten in die Höhle bringen. Ein petit filet à poisson maintenant, mes chaussettes. Nach einer kurzen Stärkung geht die Suche nach dem zweiten Ausgang erst richtig los. Bon, maintenant on va attaquer les escalades. On avait déjà fait 150 mètres. Il doit rester une quarantaine de mètres, donc ça veut dire qu'on va grimper les puits depuis le bas. Donc on met des goujons, on tape, on tire, donc on fait vraiment de l'artif. C'est pas facile. Es beginnt ein komplizierter Aufstieg. Alle Puzzleteile müssen passen. 150 Meter Seil haben die Kletterer schon früher hier eingerichtet. Dann beginnt das Neuland. Klettern kann man hier nur technisch, artiv, wie die drei sagen. Das heißt, man bohrt ein Loch, setzt einen Haken und zieht sich am Seil hoch. So vergehen 5 Stunden. Schließlich ist das Loch erkennbar, in dem Cedric den Weg zum neuen Ausgang vermutet. Es ist inzwischen 10 Uhr nachts. Mike sichert Cedric, der vorausgeklettert ist.
In der glitschigen Wand ist die Arbeit extrem anspruchsvoll und gefährlich. Auch für den Europameister im Sportklettern. Il reste 10, 8 mètres. Non mais bah voilà, on a grimpé pendant je sais pas peut-être 50 mètres encore. On a débouché dans une autre faille, on pensait que c'était le méandre. Et puis voilà, on arrive ici et ici ça passe plus. C'est fini, c'est tout bouché. Bah, ça fait tellement longtemps qu'on bosse sur ce projet qu'on croyait qu'on allait réussir là et. Et résultat, on fait 150 mètres d'escalade, il n'y a plus rien, quoi. Et du coup, on n'a pas d'autre moyen de venir travailler ici pour passer notre siphon et trouver nos kilomètres de première. Hein. Also höhlentechnisch gesehen ist jetzt eine recht riesige Enttäuschung, wenn wir 150 Meter Artif geklettert haben und jetzt halt auf auf halb neun gestoßen sind. Und das wäre aber nicht so das Ziel gewesen, oder halt nicht so die Hoffnung. Aber so ist es halt, oder? Aber auf jeden Fall, ich glaube, eine Enttäuschung kann man dann nicht gross sagen, weil nur schon das Ganze drum und dran, das Leiden, die Freude, das Biwak und der Erde sein, ich glaube, das ist nur schon, das allein ist nur schon ein Erfolg. Ja. Also, jetzt gehen wir ins Bett. Avec Oncle Benz, c'est toujours un plaisir. Un succès. Un succès, merde. Abendessen um 1 Uhr morgens. Et ceci dit, ça serait Tanjanine, ça serait pareil, hein. Ça serait aussi bon. Nach wenigen Stunden Schlaf heißt es wieder 6 Stunden kriechen und klettern.
und das übermüdet und ausgelaugt. Die Luft schmeckt halt zu, ne? Plötzlich, j'en ai vraiment, vraiment marre. Für den Moment haben alle genug von der Grotte. Doch das Seil zum Höhleneinstieg haben sie hängen lassen. Wir sind da im Basislager und ich muss sagen, die haben sich alle im Flick weg. Ja. Was kommst du, bist du gut gemacht? Ich gehe jetzt mal kurz Nacht essen. Jetzt Mittag. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie spät es ist.